Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Easy erklärt 7 Days to Die. In diesem Video will ich das Kochen, Schmieden, Bauen und auch das Skillsystem einmal abdecken. Ich hatte vor ungefähr ein bzw. anderthalb Jahren schon mal eine kleine Tutorial-Reihe zu diesen Themen gemacht, aber es hat sich ja so viel geändert mittlerweile. Das Menü sieht ganz anders aus, die Voraussetzungen, um einige Gegenstände herzustellen, haben sich grundlegend verändert. Und jetzt, wo 7 Days to Die auch für die Konsole rausgekommen ist, gibt es ganz, ganz viele Neueinsteiger, die einfach Probleme haben, sich in dieser Menüstruktur zurechtzufinden. Und ich dachte mir, da mache ich einfach mal ein neues Tutorial, um das nochmal auch für das neue Menü zu erklären. Und ja, wir werden als erstes ein Lagerfeuer bauen. Dann bauen wir einen Schmiedeofen. Anschließend bauen wir uns eine Werkbank, gefolgt von der Mischbirne für den Zement. Und während wir diese vier Teile bauen, kommen wir ganz automatisch auf das Skillsystem zu sprechen. Denn ohne das können wir einige Gegenstände gar nicht herstellen, weil uns eben die benötigten Fähigkeiten fehlen. Die müssen wir dann erst erwerben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Lagerfeuer. Dazu wähle ich hier aus der Rezeptliste im Inventar das Lagerfeuer aus, drücke auf Craft. Und dann haben wir hier unser Lagerfeuer, ziehen das in unseren Gürtel, platzieren es und können es dann benutzen. So, jetzt haben wir die Benutzeroberfläche vom Lagerfeuer vor uns und auf der linken Seite finden wir wieder die Rezepteliste. In der Mitte können wir uns das Rezept genauer angucken, das heißt, wir sehen, was wir brauchen. Wenn man zum Beispiel jetzt hier das gegrillte Fleisch sich anschaut, dann brauchen wir rohes Fleisch und hier oben steht noch Cooking Grill required. Das heißt, in einem von diesen drei Slots sollte der Grill liegen. Den schubse ich da jetzt einfach mal rein. Passenderweise auf den mittleren Slot. Man könnte ihn auch dahin. Dachte ich. Nee, kann man nicht. Legen wir ihn dahin, wo er hingehört. So, und jetzt ist hier ein lustiges Häkchen. Das heißt, wir können jetzt unser Fleisch grillen. Dafür müssen wir aber auch noch ein bisschen Holz in den Ofen, in das Lagerfeuer packen. Und jetzt sehen wir, werden diese Rezepte hier freigeschaltet. Dann nehme ich das Holz wieder raus. Ist hier wieder alles ausgegraut. Lege ich das Holz wieder rein. Sagt er, alles klar, jetzt können wir loslegen. Und dann wähle ich mir einfach die gewünschte Anzahl an Fleisch aus, die ich herstellen möchte. Drücke hier auf Kochen. Und dann geht das Lagerfeuer automatisch an. Der Timer läuft rückwärts. Und das Lagerfeuer ist an. Jetzt können wir quasi warten, bis das Fleisch fertig ist. Wir können auch zugucken, wie das Fleisch produziert wird. Hier unten läuft auch nochmal der Timer. Das ist der Timer, wie lange es insgesamt dauert, bis der Stack an Fleisch fertig gebraten wurde. Und das ist der Timer für die Ressourcen. Hier insgesamt 166 Minuten würde das Lagerfeuer brennen. Und dieser eine Holzklumpen brennt immer 10 Sekunden. Also jeweils einer von 996 restlichen. Ja, wir machen das Lagerfeuer mal wieder aus. Das war relativ einfach, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir was... Wieso kriege ich das da jetzt nicht? Ja, das heißt, wir gucken, welche Zutaten wir brauchen. Wir müssen hier oben prüfen, ob wir irgendein Requisit brauchen, um den ganzen Krempel herzustellen oder herstellen zu können. Und dann können wir den Kochen-Button kochen. Ja, dann kommen wir jetzt weiter zum Ofen. Der ist da. Wir gucken uns erstmal an, was wir denn brauchen, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen kleine Steine, wir brauchen Lehm, wir brauchen einen Blasebalg und wir brauchen diese kleinen Eisenrohre. So, der Blasebalg, den gibt es so nicht zu finden, den muss man sich erst zusammenbauen. Wir wollen mal gucken, was der denn bräuchte. Da brauchen wir Holz, dann brauchen wir Tierhaut und dann brauchen wir auch wieder ein kleines Eisenrohr. Die Tierhaut, ganz klar, die kriegt man, indem man Tiere erlegt und die dann mit dem Messer oder mit der Steinaxt oder irgendeinem anderen Werkzeug zerlegt. Und wenn man dann 20 Stück zusammen hat, dann kann man sich diesen Blasebalg bauen. Den habe ich mir jetzt hier schon hingelegt. Das heißt, ich muss keine Tiere jagen. Ich kann einfach den Ofen bauen. Und ja, das dauert dann 50 Sekunden, bis der fertig ist. Die überspringen wir jetzt einfach mal.
Ja, und da ist der Ofen auch gleich fertig in 1-0. Auch den können wir dann wieder ganz normal platzieren. Und wenn wir ihn dann benutzen, sehen wir eine ähnliche Menüstruktur wie von dem Lagerfeuer. Auf der linken Seite gibt es wieder sämtliche Rezepte. In der Mitte kann man sich die Rezepte anschauen. Dann gibt es hier oben wieder Platzhalter für die verschiedenen Tools, die man unter Umständen benötigt, um ein gewisses Rezept herzustellen. Darunter ist dann wieder der Slot oder sind die Slots für den Brennstoff. Dann gibt es hier den Smelting-Bereich. Hier wird angezeigt, wie viel Eisen im Ofen gelagert ist, wie viel Messing da drin gelagert ist, wie viel Blei, wie viel Glas, wie viel Stein und wie viel Lehm. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und hier unten sind wieder die Output-Slots, wo dann das hergestellte Item reinpurzelt. So, damit wir überhaupt irgendwas bauen können. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal den Amboss ausgewählt. Der benötigt 200 Eisen und 20 Lehm. Er sagt mir, ich habe beides nicht dabei. Wenn man mal schaut, habe ich hier ja locker genug in meinem Inventar. Trotzdem kann ich das Ganze nicht herstellen. Das liegt daran, dass ich die Ressourcen erst einschmelzen muss. Das heißt, ich ziehe jetzt den Lehm hier rein und ich ziehe mal ein bisschen Eisen da rein. Auf einmal machen wir 500 und 500. Das sieht schöner aus. So, jetzt kann ich aber immer noch nichts machen, weil er sagt immer, ich habe immer noch 0. Damit das Ganze sich verändert, schmeißen wir jetzt erstmal einen Brennstoff in den entsprechenden Slot, schmeißen den Ofen danach an und jetzt sehen wir, werden diese Ressourcen reduziert und hier drinne inkrementieren die Werte, das heißt, die zählen hoch. Das bedeutet quasi, ich schmelze diese Sachen jetzt so ein, dass sie dann hinterher im Schmiedeofen als Ressource vorliegen. Und jetzt sehen wir auch, dass ich hier, wo ist er hin? Anvil. So. Jetzt sehen wir, dass er hier auch hochzählt. Ja. Immer parallel zu dem, was hier steht, steht es dann auch hier. Das heißt, man könnte jetzt warten, bis man hier die 200 Eisen drin hat. Den Lehm haben wir schon lange voll und könnten dann anschließend den Amboss bauen. Den Amboss brauchen wir übrigens als Werkzeug hier oben für einige Rezepte. Genauso wie die Schieblehre und den Werkzeugkasten. Wir wollen mal gerade schauen, ob wir schon irgendwas, das Forged Iron, können wir schon bauen. Das ist hier weiß hinterlegt. Ich habe genug Ressourcen im Ofen eingeschmolzen. Das heißt, ich könnte jetzt schon 7 Eisen schmelzen. Das machen wir einfach mal. Also nicht 7 Eisen schmelzen, sondern 7 Eisen herstellen. Also geschmiedetes Eisen. So, dann läuft es aus der Queue hier in den Output-Slot, wo wir es dann später, wenn wegziehen können, um es in unser Inventar zu legen. Wir können den Ofen auch ruhig zumachen und der würde dann lustig weiter produzieren. So, jetzt gibt es so lustige Rezepte, die man unbedingt herstellen möchte. Zum Beispiel sagen wir mal, wir wollen 9 mm Hülsen herstellen. Nee, die heißen gar nicht mehr 9 mm Hülsen, die heißen Bullet Casings. Da. So, da haben wir hier neben so ein graues Zeichen. Das bedeutet, wir müssen ein Rezept für erlernen. Deswegen ist der Craft-Button jetzt hier auch noch ausgegraut. Gut, wir haben zudem auch noch kein Messing eingeschmolzen. Das können wir parallel noch machen. Das geschmiedete Eisen ist auch fertig. So, jetzt schmelzen wir hier gerade Messing ein. Jetzt haben wir schon 10 Messing, 95 Lehm, benötigen für ein Bullet Casing jedoch nur jeweils eine Ressource davon, können aber immer noch nichts craften. Das liegt zum einen daran, dass wir eben die Schieblehre benötigen. Die ziehe ich jetzt mal hier oben rein. Die ist jetzt registriert worden. Ich kann es aber immer noch nicht craften, weil uns eben dieses Rezept fehlt, beziehungsweise der Skill dafür. Ja, dieses Männchen mit diesem lustigen Hut auf, dieser Uni-Absolvent, der sagt uns halt, pass mal auf, dir fehlt einfach das Wissen dafür. Und das ist der Punkt, an dem wir dann ins Skillsystem reingehen. Jetzt müssen wir mal schauen, irgendwo hier in der Kategorie Waffen wahrscheinlich, oder Firearms, genau, Firearms. Da sehen wir jetzt, okay, hier gibt es ein paar Rezepte, die ich freischalten müsste.
um eben diese Bullet Casings herstellen zu können. Wir wollen mal einfach die Suche. Nach Bullet gibt es nichts. Bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, welches das richtige Rezept ist. Wir wollen einfach mal die 9 mm freischalten. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Hier oben stehen meine verfügbaren Skillpunkte, die ich einsetzen kann. Dieser Skill würde 5 Punkte kosten. Ich kann aber nicht auf Kaufen klicken, weil ich die Voraussetzung von Guns Missing 10 nicht erfülle. Jetzt müssen wir mal gucken. Guns Missing 10. Wo haben wir das? Geben wir mal in die Suche. Guns Missing. Da bin ich erst auf 1. Das heißt, ich müsste den jetzt erstmal auf 10 bringen. Machen wir mal. Sehen wir hier 4 von 10, von 100. Bum-bidum-bidum-bidum. Jetzt sind wir auf 10. Und jetzt können wir wieder in die 9 mm gehen. Nee. Na. Sehen wir auch, der ist weiß. Das heißt, den kann ich jetzt kaufen für 5 Punkte. Das machen wir mal. Mir ist gerade warm, weil ich so nah am Ofen dran stehe. So, jetzt haben wir die 9 mm freigeschaltet. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir das Bullet Casing auch herstellen. Stellen wir mal 10 Stück her. Die Ressourcen haben wir alle. Die Schieblehre ist auch drin. Schieblehre, Messschieber, je nachdem, unter welchem Begriff ihr das kennt. Und ja, damit ist alles, alle sind alle Voraussetzungen erfüllt. Und wir drücken mal auf Craft. Und dann legt er hier lustig los. Und wir haben unsere Bullet Casings hergestellt. Ja, so läuft das mit den anderen Rezepten quasi auch ab. Bullet Tip kann ich jetzt auch herstellen. Der hängt vom gleichen Rezept ab. Allerdings brauche ich jetzt noch den Amboss. Den habe ich mir hier auch schon mal hingezogen. Zack, auch freigeschaltet. Jetzt fehlt mir. Ah, Blei fehlt mir noch. Ich habe noch kein Blei eingeschmolzen. Machen wir das doch auch mal. So, die ersten 5 Blei sind eingeschmolzen. Das heißt, ich kann jetzt auch, na, 10 Stück herstellen. Machen wir auch nochmal schnell. So, jetzt wollen wir uns 9 mm Patronen bauen. 9 mm Round. Oh, da fehlt uns noch Kohle. Nicht Kohle, Schießpulver, stimmt. Das holen wir uns nochmal schnell. Gunpowder. So. Und dann können wir uns hier 10 Stück Munition herstellen. Das war das. Es gibt Rezepte, die kann man in diesem Player-basierten Crafting-System nicht herstellen. Dafür brauchen wir dann die Werkbank. Wollen wir uns die mal bauen? Oh, da sehen wir auch wieder. Wir hätten zwar, abgesehen von der Forged Iron, da können wir parallel gerade nochmal was craften. Wo ist es? Da. Mal gucken, ob das reicht. Sonst müssen wir noch mehr Clay einschmelzen. Machen wir gerade nochmal. So. Wir brauchen für unsere Werkbank, also 25 geschmiedete Eisen. Wir brauchen 5 Federn. Davon habe ich 250 dabei. Wir brauchen die kleinen Röhrchen. Davon habe ich auch genug dabei. Und ein bisschen Holz. So, mal abgesehen davon stellen wir noch fest, dass hier wieder dieser kleine Uni-Absolvent dargestellt ist. Das heißt, es gibt einen Skill, der diese Workbench freischaltet. Dann gehen wir wieder in unser Skill-System und gucken mal, ob wir rauskriegen, welches das sein soll. Und da sehen wir schon Workbench. Man kann das auch finden, indem man hier einfach mal Workbench eingibt. Und dann sehen wir, kostet 10 Punkte. Setzt voraus, dass die Construction Tools auf 20 sind. Mal gucken, wo meine Construction Tools sind. Die sind erst auf 1. Gut, das heißt, ich kaufe mir wieder. Was waren das? 10? Waren das 10? Workbench. 20, okay. Setzt natürlich voraus, dass ihr vorher schon jede Menge Skillpunkte gesammelt habt. So, dann sind wir jetzt auf 20 und können jetzt den Workbench-Skill erlernen, nicht erlehren, erlernen. Bump, da haben wir den gekauft. Und jetzt sehen wir, dass das Icon hier weiß ist, der Uni-Absolvent. Wir können es aber immer noch nicht bauen, weil uns eben noch hier das Forged Iron fehlt. Da wollen wir gerade noch mal ein paar bauen, damit wir auch wirklich genug haben. 25 brauchen wir.
21 habe ich. Dumm. Das geht Gott sei Dank relativ zügig. So. Zwei noch. Eins noch. Schneller. Yay. So, und dann wollen wir uns einmal die Workbench bauen. Die dauert 4 Minuten. Auch das skippe ich jetzt mal. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die fertig ist. Und gucken mal weiter. So, die Werkbank ist jetzt fertig. Bim. Und möchte platziert werden. Dann stellen wir die mal hier hin. Wenn wir uns die Werkbank öffnen, dann sieht die genauso aus wie unser normales Inventar. Ja, also normales Inventar, Werkbank-Inventar. Normal, Werkbank. Was auffällt, ich bin jetzt hier in der Basics-Kategorie, da stehen andere Sachen drin, als hier in der... Nee, doch nicht. Egal. Es gibt aber tatsächlich Rezepte, die in unserem internen Crafting-System nicht vorhanden sind, die dann wirklich an der Werkbank hergestellt werden müssen. Welche das sind, verrate ich nicht. Das könnt ihr bitte selber rausfinden. Ansonsten funktioniert die Werkbank genauso, wie man normal auch craftet. Man wählt sich hier einfach das Rezept raus, schaut nach den Zutaten und bastelt das Ganze dann zusammen, um es später hier aus dem Output-Slot rausholen zu können. Das Schöne ist, dass man automatisch auch eine Erweiterung der Queue hat, der Crafting-Queue. Ja? Das heißt, wenn es im internen Crafting-System voll ist und ihr eine Werkbank in der Nähe habt, schubst ihr da einfach den Rest rein, den ihr bauen wollt und fertig ist die Geschichte. Jetzt gibt es noch so zwei, drei Sachen, die man nicht herstellen kann, ohne den Zementmixer zu haben. Um den Zementmixer bauen zu können, muss man Zementmixen lernen. Oh, wir brauchen noch mal wieder ganz viel Forged Iron. Muss ich nochmal wieder hier herstellen. Oh, wo ist es? Oh, ich habe kein Eisen eingeschmolzen. Na gut, okay, machen wir das anders. Da war auch nicht mehr genug da. Forged Iron. So. Zementmixer. Und wir brauchen da noch den Skill dafür. Das ist natürlich kein Problem. Wir geben hier einfach mal Zement ein oder Concrete. So. Das kostet 10 Punkte. 20 Punkte auf Construction Tools werden vorausgesetzt. Die haben wir vorhin schon gekauft für den anderen Skill. Das heißt, wir brauchen die nur noch auf Buy klicken. Und jetzt können wir unseren Zementmixer bauen. So, das dauert auch wieder ganz lange. Sehen wir uns gleich wieder, wenn der Bau abgeschlossen ist. Ja, da ist die Mischbirne gleich fertig. Gott sei Dank, lang genug hat es gedauert. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig für euch. Wo ist sie jetzt hin? Ach so, ich spacken hier oben. So. Und auch die wollen wir jetzt mal irgendwo platzieren. Machen wir mal hier. So. Und in dieser Mischbirne gibt es jetzt auch wieder Rezepte. Und zwar kann man Crushed Sand herstellen. Asphalt, Concrete Mix. Wichtigste ist eigentlich der Concrete Mix. Da brauchen wir Zement für und Crushed Sand. Das heißt, wir können ja eigentlich schon mal den hier herstellen. Machen wir mal 100 Stück und schmeißen das Ding an. Und dann legt die Mischbirne los. Jetzt brauchen wir noch Zement. Zement, wo gab es da noch? Ach, Zement, richtig, ich vergesse es immer wieder. Zement gibt es hier. Für Zement brauchen wir Stein. Wir haben noch keinen Stein hier drin, dann schmeißen wir gerade noch ein paar Steine da rein, damit er die Steine einschmilzt. Lead haben wir, glaube ich, mittlerweile auch, also Blei genug da drin. Stein ist gerade dabei. Warten wir noch mal ein bisschen, bis er da was produziert hat, was wir dann auch rausnehmen können, was sich lohnt. Man sieht also, dass einige Rezepte wirklich von unterschiedlichen Arbeitsstationen abhängen. Das eine kann man nur im Zementmixer bauen, das andere kann man nur an der Workbench bauen, das andere kann man nur in der Forge herstellen.
Und für vieles braucht man dann eben auch das benötigte Wissen, das man wiederum über Skillpunkte freischalten kann. Und so hängt der ganze Krempel eigentlich zusammen. Wenn ihr also ein Rezept in eurem internen Crafting-Menü nicht findet, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr eine andere Arbeitsstation braucht, um das eben herstellen zu können. Wenn ihr wissen wollt, wie man etwas herstellt, schaut einfach in die Rezepte XML, also Recipes XML. Da steht dann für jedes Rezept drin, welche Arbeitsstation man benötigt. So, jetzt haben wir ein bisschen Zement hergestellt. Wir haben ein bisschen Sand hergestellt. Jetzt können wir Concrete Mix herstellen. Und dann legt die Mischbirne wieder los und schmeißt uns das entsprechende Item hier raus. Ja, das war's eigentlich schon. Hat ja lange genug gedauert, halbe Stunde. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, das anzuschauen. Einen kleinen Tipp noch, wenn ihr Scrap Cable braucht. Ich falle immer wieder drauf rein und loote Autos. Das geht wesentlich einfacher. Ihr sucht euch nämlich einfach. Lass mal gucken, ob hier ein Kühlschrank steht. Sollte ja eigentlich. Ihr sucht euch einfach einen Kühlschrank. Hier ist einer. Und zerlegt den mit der Wrench. Und da kam schon Scrap Cable mit. Wunderbar. Das Ganze funktioniert auch mit dem Ofen. Da ist wieder eins. Unten rechts. Wunderbar. Jetzt haben wir schon zwei Scrap Cable. Einfacher kann man es nicht haben. Im Auto kann man beim Looten Glück haben, nicht beim Zerlegen. Da bin ich aber eher derjenige, der dann nichts findet. Eine weitere Ressource dafür ist das Control Panel. Wollen wir uns hier gerade mal eins hinschieben. So. Auch da soll es Scrap Cable geben. Da haben wir schon. Federn gibt es dort auch. Und dann hätte man die benötigte Ressource, um sich eben was bauen zu können. Ja, das war's von diesem Koch-, Schmiede-, Werkbank-, Zementmixer-, Skill-Überblick-Tutorial. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und ich werde dann mich bemühen, diese zu beantworten. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit 7 Days to Die. Bis bald und tschüss.